Achtung, es wird laut. Scotland forever! Hinaus ins Schottenradioland. Ja, jetzt sind die Ohrenporen wieder offen. Jetzt ist genau die Zeit gekommen. Wenn Basil Wolfrein den Highlander rauslässt, dann ist Schottenradio auf Sendung. Aus dem winzigen Hunsrückdorf Spall sendet er seit 2 Jahren Speedfolk, schottischen Rockpop und Anekdoten ins Internet. Dazu gehört, ihr wisst ja, a man in a kilt is a man on the half and under kilt you feel rock'n'roll. Und ein bisschen von diesem Rock'n'Roll bringe ich euch hier heute in 2 Stunden Kilt and Kilt Radio Show live aus dem Studio Spall. Wir haben Schottenradio gegründet, weil es in Deutschland kein Format gibt, was keltische Musik präsentiert. Selbst Riesenbands wie Runrig werden in Deutschland kaum gespielt. Ja, da war ein Mango und da haben wir gesagt, bevor wir jetzt warten, bis sowas irgendwann mal existiert, machen wir es halt selbst. Knapp die Hälfte der Sendung wird live moderiert, der Rest kommt vom Band. Und dann werden in der Redaktionskonferenz neue Ideen geboren. Das Klischee Schottland wird natürlich auch mitbedient in Schottenradios, ganz klar. Denn die Frage, was trägt der Schotte unter dem Kilt und sind Schotten geizig und keine Ahnung, was nun auch immer für Fragen sind, ja, von Nessie bis Dudelsack, die werden A, entweder traditionell behandelt, dass dann wirklich mal erklärt wird, wo kommt's her, wo geht's hin, aber auch humoristisch dargestellt. Das Team, Tochter Tina, Alex, Carsten und Jackie. Alle freiwillig in Schottenklamotten. Basil ist in Schottland geboren. Der Vater Schotte, die Mutter Deutsche. Der Halbschotte lebt schon seit 23 Jahren im Hunsrück. Und noch länger trägt er ausschließlich den schottischen Kilt. Die 19-jährige Tina kennt es nicht anders. Mutter Gabi ist Deutsche, Tina also Viertelschottin. Neugierige Fragen zum Vater nimmt sie gelassen. Es ist natürlich schon so, in der Schule, dass man schon angesprochen wird, ja, ist dein Papa Schotte und ja, halt so die typischen Fragen, die es da so gibt und ja, aber unangenehm war mir das bis jetzt noch nie. Basil Wolfrein ist Künstler, das merkt man auch am Haus. Zusammen mit seinem Kollegen Hans-Maria Mohle malt er seit 3 Jahrzehnten surreale Kunstwerke für den internationalen Markt. Der Schotte nimmt das Leben leicht. Und die schottische Tradition ernst. Sein Tartan-Museum hat er vor 17 Jahren gegründet. Das wahrscheinlich einzige schottische Museum außerhalb Schottlands. Kleinkariert, wohin man blickt. Alle Karos sind schottischen Clans zugeordnet. Sean Connery trägt den blauen Gordon-Kilt. Unten rot das Wolfrein-Karo, das Basil auch auf dem Kopf trägt. Nur den Dudelsack, den will der Schotte heute partout nicht spielen. Dann schon lieber singen. Kult im Kilt, live on air, der Mann im Rock, er hat's nicht schwer. Scottish Music, Fun und Rock. In 2 Tagen feiert Schottenradio ein Sommerfest. Und die 3 Moderatoren Tina, Alex und Basil wollen sich mit einem Sommerhit musikalisch vorstellen. Let's go! Musik macht Wolfrein außerdem mit seiner Schottenrockband Claymore Highlander. Doch wenn er vom ganzen Trubel mal ausspannen will, dann hat er es nicht weit. Die Hunsrücker Highlands liegen gleich vor der Tür. Fast wie in Schottland. Also on stage, da lässt man ja auch mal den Hurricane raus, aber das muss dann auch wieder hier kann ich auf die Wiese, kann Tai Chi machen und niemanden juckt's, ja, und wenn ich das in Frankfurt mache, werde ich inhaftiert vielleicht. Psst. Ich meine, hör doch mal. So fantastisch, ne? Und wir haben Tag, wir haben 12 Uhr, das heißt jetzt sind wir am Puls der Zeit hier im Sohnwald. I've been telling old stories, singing songs that make me think. Lebensfreude pur beim Schotten im Hunsrück. In Spall trägt sich schon lange keiner mehr um, wenn Basil im Kilt durch die Gegend läuft. Let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, now I'm going home. Und verirrt sich ein Wanderer nach Spall, braucht er sich nicht zu wundern, wenn ihm ein singender Highlander begegnet. Der ist echt. Caledonia.